hallo Tipo. So, eine neue Folge. Und zwar sind bei mir die Bremsen fällig. Das heißt, GP bekommt neue Beläge und das Ganze wird vorne und hinten gemacht. Easy Job, könnt ihr alle machen mit ein paar Basic Tools. Und dazu wird der GP jetzt auf die Böckchen gestellt. Mein kleiner Helfer ist schon auf dem Weg. Hey Buddy, what's up? Hallo! 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 Der Jeep kommt auf die Böckchen, die Räder kommen ab und ich fange hinten an. Und danach geht es nach vorne. Bist du bereit? Ja! Roger, let's go! Wir brauchen für das heutige Werk einmal Bremsbeläge, selbstverständlich. Einmal das sind hinten, die sind etwas kleiner. Einmal vorne etwas größer, gegebenenfalls mit den Klipsen dazu. Ihr braucht Bremsflüssigkeit. Ich habe Dot 3. Dot 4 ist gemäß Handbuch auch gut. Irgendein Bremsenfett, Anti-Seize. Dann Bremsenreiniger. Ja, heute nehmen wir wirklich mal zum Bremsenreinigen. Ein Bungee Cord. Expander oder Kabelbinder oder eine Schnur, Drahtbürste, dann einmal 11 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm für den Bremssattel oder 11 16 mm, wer es hat. Dann natürlich noch 19 mm, um wieder die Räder wegzumachen. Weiterhin braucht ihr eine Schraubzwinge als Alternative zu einem Werkzeug. Irgendwas, mit dem ihr den Bremskolben wieder zurückdrücken könnt. Könnt ihr euch ausleihen, kaufen oder mit so einer C-Klemme oder einer Schraubzwinge das machen. Und natürlich noch irgendwas, um ein bisschen Bremsflüssigkeit aufzufangen. Kann auch ein Eimer sein, egal. Und dann geht's schon los. Also hier sind die Brake Pins, das ist außen ein 13 mm und wenn ihr den los habt, guter Witz, fuck it, der war fest, dann geht es hier innen drin, wird der drehen, dann müsst ihr den mit 15 mm kontern und dann ist das der Spaß auch schon vorbei. Dasselbe dann natürlich unten auch. Wenn ihr nur die Beläge wechselt, nicht den Bremssattel und die Pins und so weiter sauber machen wollt, ist das kein Problem. Macht nur eine Seite los und klappt die Bremszange nach unten. Ich gehe heute ein Stück weiter und mache einmal die Bremse komplett. So, nachdem die Bremszange, die kommt dann einfach ab. Jetzt kommt der Expander zum Einsatz, weil ihr wollt das nicht an eurer Bremsleitung rumbaumeln haben. Expander, Kabelbinder, Kette, Karabinerhaken, irgendwas, um das Ding aufzuhängen. Ich nehme das hier an der Swaybar und dann ist es gut. So, als nächstes kommen die beiden 11 16 oder 18 mm Schrauben von dem Bremssattel raus. Die habe ich gelöst. Nicht wundern, die sind sehr fest. Die werden auch nachher mit einem relativ hohen Drehmoment wieder angezogen. So, hier ist also der Bremssattel und jetzt eine Besonderheit. Ihr habt gesehen, wie es rauskam. Hier ist ein kleiner Nupsi. Das ist eine kleine Metallspange, die kommt innen oben hin. Okay, innen oben. So saß der Bremssattel drin. Das macht dann nachher ein quietschendes Geräusch, wenn eure Bremsbeläge zu weit runter sind. Alrighty.
So, hier ist also der äußere Bremsbelag. Könnt ihr einfach rausnehmen. Zack. Und hier ist der innere. Ich erinnere nochmal hier an den Nupsi. Zack. Und wenn ihr die Klipse dabei habt, könnt ihr die entfernen. Ansonsten macht ihr die sauber. Ihr nehmt sie auf jeden Fall raus. Dafür haben wir den Bremssattel ja abgemacht. Auf der Seite auch. So, die Bremszange. Also, hier sind die Brake Pins, auf denen gleitet nachher euer Bremssattel mit drauf. Also, dass die Gummimuffe nicht gerissen ist. Ich mache die jetzt einfach ein bisschen sauber und werde die neu einfetten. Also, es ist kein Riss. Das weiß ich nicht, wie die Zuschauer heißen. So, ihr könnt ja sehen, da ist noch alles in Ordnung. Und das wird jetzt einfach gereinigt und dann ist gut. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Bremsenfett drauf. Also, da die Pins in Ordnung sind, das kann man alles einzeln nachkaufen, ist hier nicht erforderlich. Dann ein bisschen rein, so, hier ein bisschen rein, in den, das Ding nicht randvoll machen. So, einmal das, dann kommt das da drauf, drüber und die kommen dann kurz zur Seite. So, dann kommt die alte Hardware, falls ihr neue mitbekommen habt mit euren Klipsen. Einfach hier raus. Die langen Ohren zeigen nach außen. So, dann kommt die Flächen, die wir eben gereinigt haben. Ganz dünn könnt ihr da noch ein bisschen von dem Bremsenfett drauf streichen. Das muss nicht übermäßig viel sein. Einfach nur, damit der Rost und das Wasser nicht so schnell rankommt. So, nachdem eingefettet ist, alles schön hier unten, die Clips mit dem langen Tab nach außen. Hier ist noch so ein kleiner Haken dran, den nicht zur Bremsscheibe zeigen lassen. Innen rein und dann nach außen drücken und dann hört ihr schon, wie sie einrasten. Die lange Seite kommt nach innen. Innen einhaken und dann fühlt ihr, wie sie rasten. Das Ganze geht viermal. Hier ist die Innenseite, hier ist der kleine Squeegler, diese Metallspange, die die Bremsscheibe berührt, wenn die Beläge zu gering werden. Und so ist die Bremszange dann erstmal fertig. Gut, dann kann es weitergehen. Jetzt kommen hier noch die Pins rein, die einfach reindrücken, die Gumminupse drüber, selbe hier und hier. Überschüssige Luft ein bisschen rausquetschen und das überschüssige Fett abwischen. Einfach sicher gehen, dass die Pins auch gleiten. So, jetzt kommt hier hinten auf die Rückseite noch dünn auch noch das Bremsenfett. Einfach, damit nichts festgammelt über die Zeit.
So, nachdem die Bremszange wieder ihre Bremsbeläge hat, schaue ich jetzt noch einmal auf den Bremskolben, dass da nichts undicht ist oder irgendwas. Aber der ist pups trocken. So. Kurz sauber machen. Und dann geht es auch schon wieder an den Einbau. So, dann müssen wir natürlich den Bremskolben zurück in die Zange drücken, da unsere neuen Beläge ja dicker sind. Und zwei Möglichkeiten habt ihr. Entweder ihr drückt ihn einfach rein, damit drückt ihr die alte Flüssigkeit zurück in euer System. Oder, das ist meine bevorzugte Variante, ihr macht die Staubschutzkappe ab, nehmt den 11 mm Ringschlüssel, macht euer Entlüftungsventil ein bisschen auf, leicht auf, und dann drückt ihr die alte Flüssigkeit in den Auffangbehälter, damit das, die Flüssigkeit zirkuliert ja nicht. Und das ist die Flüssigkeit, die am heißesten wird beim Bremsen, und das ist auch die, die am ehesten in Mitleidenschaft gezogen wird. Und die werden wir auf die Weise einfach los. So, nachdem ihr euer Bremsenwerkzeug oder eben die Schraubzwinge hier angesetzt habt, nehmt dazu einfach den alten Bremsbelag und drückt damit den Kolben rein. Dann drücken wir jetzt also den Bremskolben zurück. Dazu, wie gesagt, die Entlüftungsschraube ein bisschen öffnen. 11 mm. Und dann sollte die Flüssigkeit in, da kommt sie schon. Ihr seht, da läuft die Bremsflüssigkeit in die Wanne. Passt mit der Bremsflüssigkeit auf, die ist korrosiv, also ätzend mehr oder weniger. Lasst sie nicht auf Farbe oder sowas stehen, das gibt später hässliche Flecken. So, dann wird das wieder zugedreht. Okay, so. Bisschen dichter ran. Alles gut. Das. Das Panda wieder raus. So. Kommt hier wieder rein. Dreht schon mit, wird wieder gekontert gleich, und unten dasselbe. Anschließend löse ich noch einmal die Entlüftungsschraube. So, das Ganze mache ich jetzt, bis ein konstanter Fluss da ist. Dann wird die Schraube wieder geschlossen. Die Bremse wurde ja entlüftet. Jetzt gibt es noch zwei, drei Tritte aufs Pedal. Hoppa, da bin ich sehr hoch. Moment, und ah. Und da ist er wieder. So, ich hatte es erwähnt, hier nochmal zu Demozwecken. Die Flüssigkeit, die ihr entnommen habt, müsst ihr auch wieder auffüllen. Passt auf mit Bremsflüssigkeit. Dafür sind die Lappen. Schaut, dass nicht zu viel daneben geht. Und dann ist alles gut. Ich habe nur ein bisschen nachgefüllt. Ich habe ja auch ein bisschen was abgelassen. Und
Dann ist gut. Das war also der Bremsbelagwechsel am Jeep JK. Sind alle gleich soweit bis 2018 und das waren also die Bremsbeläge. Dasselbe mache ich jetzt noch auf der anderen Seite, aber damit brauche ich euch ja nicht langweilen. Also ihr seht, mit ein paar einfachen Tools ist die Geschichte ganz einfach und schnell erledigt. Braucht keine Angst davor zu haben, ihr könnt nicht viel falsch machen, wenn ihr die Kleinigkeiten beachtet, wie zum Beispiel die Bremszange nicht rumbaumeln lassen, etc. etc. Also das Video sollte euch eigentlich ganz gut dabei helfen, das ganze Projekt mal selbst in Angriff zu nehmen. Wie gesagt, solltet ihr euch unsicher sein, geht in eine Werkstatt, die können das garantiert. Ansonsten, wenn ihr euren Jeep mal ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann ist das definitiv eine Sache, die ihr in einer Stunde erledigt habt pro Achse. Okay, jetzt mache ich noch hinten die Fahrerseite fertig und dann geht's nach vorne.